BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Guten Tag, ich darf Sie ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel am morgigen Nachmittag gegen den Hamburger SV begrüßen. Ich begrüße selbstverständlich wie immer auch unseren Trainer Thomas Tuchel und bitte um die Fragen an unseren Cheftrainer. Wir beginnen mit Sebastian Wessling von der Funke Mediengruppe. Einmal das Mikrofon bitte. Gestern haben die Spieler noch sehr, sehr niedergeschlagen, sehr leer irgendwie gewirkt beim Rückflug. Wie kriegt man die jetzt wieder in die Spur und aufgerichtet für das Spiel gegen Hamburg? Ja, da stellt sich die Frage, ob wir das müssen. Also finde ich, während natürlich also eine große Niedergeschlagenheit nach dieser Niederlage geherrscht hat, ist auch ganz normal und das auch natürlich am Tag danach, zumal wir ja dort noch übernachtet haben, du wachst dann nochmal in Liverpool auf, also präsenter geht das ja nicht. So und bist nochmal als Gruppe zusammen, dass das da dieses Gefühl auch dominant bleibt, ist das ganz Normales, aber die Frage finde ich jetzt schon, ob man da jetzt bewusst und gezielt dagegen steuern muss, um die Stimmung dann wieder zu drehen. Ich glaube, dass erstens mal jeder einen anderen Umgang damit hat. Zweitens, dass es auch einfach mal gerechtfertigt ist, niedergeschlagen zu sein, ärgerlich zu sein. Aber dass es jetzt im Hinblick auf das Spiel am Sonntag, muss ich sagen, ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, Leistung wieder abzurufen. Das ist das Grundwesen von Sport und das Grundprinzip von Leistungssport, eine Saison zu Ende zu spielen und Spiele zu Ende zu spielen, und zwar jedes einzelne Ziel. Also wir würden ja den Verrat an den eigenen Prinzipien, die wir hier hochgehalten haben, das Schritt für Schritt zu gehen, Spiel für Spiel zu spielen, begehen, wenn wir uns jetzt hier irgendwie tagelang bemitleiden und morgen irgendwas auf die leichte Schulter nehmen. Ich finde, also, dass wir da eine Verpflichtung haben und eine Verpflichtung uns gegenüber, eine Verpflichtung unserer Saison gegenüber, eine Verpflichtung unserem Talent gegenüber, morgen alles zu geben. Und ich kann die Schwierigkeit nicht erkennen, das zu tun. Und ich kann die Pflicht nicht erkennen, irgendwie auf eine ganz besondere Art und Weise dagegen zu wirken. Das geht weiter. Und der Sport hält die nächste Aufgabe bereit. Und die nächste Aufgabe ist nicht der Mittwoch, sondern die nächste Aufgabe ist der Sonntag. Und wenn sich's auch heute und vielleicht auch morgen und für mich eingeschlossen auch ein bisschen schlimmer anfühlt, aufzuwachen, und der erste Gedanke halt trotzdem noch bei Liverpool ist, dann ist spätestens der zweite Gedanke derjenige, dass wir ein großes Privileg haben und 80.000 Leute auf uns warten und dass es unsere Pflicht gefällt mir nicht, weil Pflicht klingt so nach Pflichterfüllung. Es ist so nahe dann dran, so etwas tun zu müssen, dass es einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Eine Selbstverständlichkeit, sich wieder zu überwinden und die nächste Leistung abzurufen. Und so funktioniert Sport und so funktionieren wir bisher als Staff und als Mannschaft. Und ich sehe keinen Grund, wieso das, keinen plausiblen Grund, auch nach dieser bitteren Niederlage, wieso das nicht so sein sollte. Bitteschön. Jetzt kommt mit dem HSV ja sozusagen Angstgegner. Dortmund hat die letzten 4 Spiele gegen Hamburg nicht gewonnen. Wie schätzen Sie die Hamburger ein im Moment? Die haben ja gegen Darmstadt den letzten Spieltag verloren. Gut, damit habe ich jetzt erstmal nichts zu tun, sondern ich habe dann nur eins. An einem war ich auf jeden Fall mit beteiligt. Das ist ja bitter genug. Wie ich einen HSV einschätze? Also einen HSV schätze ich als sehr fleißig, als sehr leidenschaftlich und als sehr emotionale Mannschaft ein. Das belegen auch alle athletischen Daten und das ist auf jeden Fall die Herausforderung, uns dem auch entgegenzustellen. Nicht den Gedanken aufkommen zu lassen, dass das nur fußballerisch geht. Das geht über Emotionen, das geht auch über Zweikämpfe, das geht auch über eine läuferische und athletische Ausbelastung in dem Spiel morgen. Und der HSV hat nichts zu verschenken und wir wollen auch nichts geschenkt. Und da schließt sich ein bisschen der Kreis zu der Frage vorher. Wir erwarten auch keinen Applaus dafür, dass wir morgen aufstehen und ins Stadion gehen und uns überwinden. Nee, das ist eine Selbstverständlichkeit und ich erwarte nichts anderes, als dass jeder Spieler, der morgen spielt,
und wir gemeinschaftlich, und ich erwarte das auch von mir, dass wir uns top vorbereiten und dass wir eine Top-Leistung bringen und dass wir den Siegeswillen zeigen, der nötig ist, um in der Bundesliga zu gewinnen. Und wenn es eine Art des Umgangs auch gibt mit Niederlagen, der wirkt und der funktioniert, dann ist es dieser. Bitteschön. Herr Tuchel, Sie haben nach dem Spiel in Liverpool gesagt, dass sich die Mannschaft jetzt auch irgendwie neu kennenlernen muss, dass jetzt die Zeit sei, sich neu kennenzulernen. Ja. Inwiefern ist das jetzt in den letzten Tagen passiert? Konnte das schon so schnell passieren? Und was haben Sie vielleicht auch über sich selbst gelernt jetzt nach dieser Liverpool-Niederlage? Ich glaube, das kommt alles erst noch. Also, aber wir lernen sehr viel jetzt über uns, glaube ich. Und das wird auch die nächsten Tage, unter anderem der Tag morgen und auch der Mittwoch und die restliche Saison. Und hoffentlich, also es kommt ja nochmal ein Endspiel eigentlich vor dem Endspiel in Berlin. Dort werden wir sehen, ob wir schon Lehren draus gezogen haben. Wir werden das erkennen, ob wir das dann am Ergebnis ablesen können, hoffentlich. Aber wir werden ja wieder in solche Situationen kommen, aber es wird unser Miteinander beeinflussen, weil alles, was wir erleben, uns beeinflusst als Gruppe und als Staff. Es ist zu viel, da auf alle Einzelheiten einzugehen, aber natürlich lernst du deine Mannschaft neu kennen in diesen Situationen während des Spiels. Du lernst deine Mannschaft neu kennen in solchen Situationen nach dem Spiel, wie der Umgang damit ist. Wir werden auch heute abwarten müssen und beobachten müssen, wie einzelne Spieler damit umgehen. Und das geht uns im Staff und mir als Trainer ganz genauso. Und, nur dann ist es auch möglich, seine Lehren daraus zu ziehen, sich weiterzuentwickeln, so bitter das erstmal sein mag. Aber ja, ich glaube, Herr Bogner hat, glaube ich, einen schönen Satz gesagt, dass die Niederlage unterschätzt ist, weil man viel mehr aus ihr lernen kann als aus dem Sieg. Trotzdem versucht sie jeder zu vermeiden. Und so habe ich das gemeint. Wir werden uns jetzt neu kennenlernen. Wir müssen uns auch neu kennenlernen, weil es ein sehr einschneidendes, negatives Erlebnis war. Und das ist letztendlich dann auch ein nun Bestandteil unseres gemeinsamen Weges und es ist sehr wichtig, wie wir damit umgehen und aus meiner Sicht, dass wir sehr offen und sehr ehrlich damit umgehen, uns das auch eingestehen, um dann auch weitergehen zu können. Sebastian Kurzberger von der Bild. Glauben Sie denn, dass diese Niederlage in Liverpool, wo die Mannschaft eventuell jetzt noch enger zusammenrückt und Sie auch mit dem Trainerteam, dass das auch positive Auswirkungen auf die Vertragsgespräche haben kann mit Henrik Mkhitaryan, mit Ilkay Gündogan und auch Mats Hummels, dass das vielleicht nochmal so einen positiven Schub geben wird, auch wenn Sie immer gerne Titel gewinnen wollen, aber noch ist ja einer in dieser Saison möglich. Glauben Sie, dass das sich positiv auswirkt oder eher nicht? Das war schön formuliert. Ja? Jetzt erstmal. Gratulation. Sehr schön formuliert. Ja, dann hoffen wir doch mal alle, dass das so ist. Ja, also ich weiß nicht, ob wir das auf die Stufe heben sollten, dass dieses Spiel nachher irgendeinem Spieler das Gefühl gibt, den letztendlichen Ausschlag gibt, ob er den Vertrag unterschreibt oder nicht. Das weiß ich nicht. Also müsste man die Spieler selber fragen, ob es so, deshalb weiß ich auch nicht, ob das unsere Chancen steigert in dem Moment oder ob das, ich meine, Sie haben ja angefangen mit der Frage, da war ja ein sehr positiver Effekt eigentlich, dass es uns mehr zusammenschweißt und so weiter. Ist leichter gesagt als dann getan. Dazu wäre es notwendig, dass wir uns dann dem Prozess alle stellen und dafür auch bereit sind. Und wir werden den auf jeden Fall gehen und versuchen, den zu begleiten. Aber das wäre ein sehr positiver Effekt daraus. Aber es wird eine ganze Weile dauern. Und ich habe vorher auch das gesagt, dass es ein einschneidendes Erlebnis war und dass es für uns auf jeden Fall auch vor dem Spiel klar war, dass es für uns in der Zusammenarbeit und in dem Zusammensein ein absoluter Meilenstein ist, den wir nicht genommen haben. Und jetzt gilt es sich erstmal, finde ich, den so einzugestehen, welchen Effekt den auf die Vertragsgespräche hat, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Oliver Müller hatte dieselbe oder zumindest eine ähnliche Frage? Nein. Gut. Gut. Ich habe nur gesehen, dass du das Mikrofon weitergegeben hast. Ja, ich muss ja erstmal abwarten, ob ich drankomme. Bitte schön. Sie haben eben von der Selbstverständlichkeit gesprochen, wieder rauszugehen und wieder eine Top-Leistung zu bringen. Glauben Sie nicht trotzdem, dass Sie vielleicht dem einen oder anderen Spieler dabei
helfen müssen, helfen können, wieder sich in diese Verfassung zu bringen? Oder wie ist Ihr Eindruck von den Spielern jetzt? Ja, sie werden auf keinen, also wenn ich einen Eindruck gemacht habe, als würde ich sie alleine lassen und das einfach erwarten, dann muss ich es nochmal widerlegen oder relativieren. Also natürlich helfen wir und begleiten wir die Spieler dabei. Also so sehr wir ihnen versuchen zu helfen und sie zu begleiten, ihr Talent auf den Platz zu bringen durch dieses Begleiten und durch die Trainer- und die Managementaufgaben oder Coachingaufgaben wird ja aus Talent erst Leistung. So, das machen wir die ganze Zeit. Und natürlich wird dann begleiten wir sie auch durch Phasen nicht nur des Erfolges, sondern auch des Misserfolges und werden uns dem sehr ehrlich stellen und ganz genau auch hinschauen, welcher Spieler was benötigt. Und trotzdem muss die Grundstimmung darunter, muss die eine harte bleiben, hart in den Ansprüchen gegen uns selber. Und die darf nicht zum kleinsten Prozent in Mitleid, in Selbstmitleid ausarten oder in Verständnis gegenüber jetzt, dass ja, es sich jetzt ja nicht mehr so sehr lohnt oder jetzt ja weniger Sinn macht als vorher. Da habe ich eine klare Meinung dazu, aber natürlich werden wir die Spieler mit ihnen da auch drüber sprechen, aber das Beste ist, das auch vorzuleben und dass wir uns auch als Trainerteam top darauf vorbereiten, das ernst nehmen und schon auch klar machen, dass wir das ein Stück weit auch erwarten und auch gegenüber unseren Zuschauern erwarten, gegenüber dem Wettkampf an sich erwarten, in der Liga erwarten und in hoffentlich tiefster und innerster Überzeugung von uns als Sportler erwarten. Der Signal Iduna Park wird übrigens erneut ausverkauft sein. Schiedsrichter der Partie ist Marco Fritz aus Korb. Das nur als weitere Information. Und Sebastian Wessling stellt die nächste Frage. Ja, es war ja auch körperlich ein sehr forderndes Spiel am Donnerstag. Ja. Hat irgendein Spieler irgendwelche Blessuren davongetragen? Erstens. Und zweitens, kann man davon ausgehen, dass Sie am Sonntag wieder darauf setzen, eben auch neue Frische aufs Feld zu bringen? Also zum ersten Teil, stand jetzt keiner nachhaltige Blessuren davongetragen, die verletzungsbedingten Wechsel zur Folge hätten oder die das nötig machen. Deshalb gehe ich jetzt heute davon aus, dass das so bleibt. Das ist ja erst nachher Spättraining um 17 Uhr. Aber klar ist, dass wir auf jeden Fall auch mit dem Gedanken spielen, einige Wechsel vorzunehmen. Wir gehen zum WDR-Hörfunk, bitte, Marike. Sie haben jetzt ja eben schon sehr deutlich gemacht, dass das Spiel morgen natürlich einen Wert an sich hat, dass da auch ein Sieg einfach für sich wichtig wäre. Aber trotzdem nochmal die Frage mit Blick dann wieder auf das Pokalspiel. Welche Rolle spielt da das Spiel morgen? Was kann man da vielleicht leisten, um sich dann eben mit einem besseren Gefühl dann Mittwoch zuwenden zu können? Also, ja. Ich meine, uns begegnet ja am Mittwoch eine ähnliche Konstellation wie vorgestern. Ein K.O.-Spiel, ein Auswärtsspiel, ein sehr euphorisierter Gegner, voller Selbstvertrauen, mit totaler Unterstützung durch das Heimpublikum, wie das so ist, ein Auswärtsspiel. Deshalb werden wir die Erfahrung, die wir gemacht haben, auch brauchen und wir haben allesamt nicht das Gefühl, dass wir nicht bereit gewesen dafür, dass wir nicht dafür bereit gewesen wären, weder mental noch körperlich. Deshalb gibt uns in dem Aspekt des Spiels eigentlich auch Grund, weiter überzeugt zu sein, weiter voller Selbstvertrauen zu sein, dass wir dann auch weitergeblickt auf Mittwoch in diesen Situationen auch bestehen können. Ich würde auch den Zusammenhang zwischen dem Spiel morgen und Mittwoch nicht so gerne herstellen wollen, weil der Mittwoch letztendlich dann für sich steht und das morgen mit einem Vorgriff auf Mittwoch auch entwertet wird, was ich nicht möchte, was sich auch, glaube ich, nicht bedingt, die beiden Spiele. Darf ich dazu noch mal eine Frage stellen? Gerne, dürfen Sie. Das heißt, es würde keinen Unterschied machen für Mittwoch, ob es morgen einen Sieg oder eine Niederlage gibt? Das macht immer einen Unterschied. Es macht jede Niederlage macht einen Unterschied und jeder Sieg macht einen Unterschied. Das haben wir auch in dieser Saison in der positiven Ausprägung deutlich erfahren, was es die Mannschaft ja in der letzten Saison im extrem anderen Beispiel deutlich erfahren. Deshalb macht es auf jeden Fall einen Unterschied. Und wenn die Frage so gemeint war, dann ist es ein Grund mehr, aber nicht der vordergründige. Wir spielen morgen nicht
mit der maximalen Überzeugung, um uns für Mittwoch zu präparieren, sondern ich möchte, dass wir morgen für morgen spielen. Und morgen spielen, weil 80.000 Leute da sind, die den Anspruch da auch an uns haben und zu Recht haben. Ja, da sind mit Sicherheit auch ein paar dabei, denen es schwerer fällt, irgendwie aus dem Bett zu kommen gerade und wahrscheinlich aus noch viel tiefgründigeren oder viel tiefschürfenden Gründen, als wir das im Moment das Gefühl haben. Und deshalb ist es die Erwartungshaltung so eine hohe auch an das Spiel morgen und an die Art und Weise. Wir haben genug Respekt und genug Demut übrigens auch. Sie haben ja gesagt, es gibt eine schlechte Serie gegen den HSV, an die wir grundsätzlich nicht glauben, vor allem nicht, wenn sie schlecht sind. Aber wir haben genügend Demut und genügend Respekt zu wissen, wie schwer es ist, in der Bundesliga zu gewinnen. Deshalb möchte ich auch nicht den Gleichsatz aufmachen, wenn wir Leistung bringen, dann gewinnen wir. Aber die Leistung muss her, die muss her. Und das ist der erste Schritt und der zweite vielleicht nach heute, morgen den nächsten dann zu machen. Und es ist ein großes Privileg, in unserem Stadion zu spielen und Heimspiele zu spielen vor 80.000 Leute. Und das möchte ich spüren und das möchte ich fühlen. Und dann bekommen wir hoffentlich ein Ergebnis dafür. Aber wir werden hart dafür arbeiten müssen, wie in jedem Bundesligaspiel.